Yo, Servus und willkommen zu einem neuen Video. In dem Video soll es um die Telegram Wallet gehen, also eine Krypto-Wallet, die du auf deinem persönlichen Telegram-Profil einrichten kannst. Alles, was du dazu machen musst, ist in der Lupe oben @wallet einzugeben und du wirst automatisch mit dem echten Bot, mit dem Original Telegram-Bot, Wallet-Bot verbunden. Ein Bot auf Telegram ist ein Programm, das dir in vielerlei Hinsicht helfen kann. Mit Bots kannst du zum Beispiel Gruppen managen, mit Bots kannst du traden, mit Bots kannst du minen und Geld verdienen, mit Bots kannst du spielen, mit Bots kannst du Dating betreiben, mit Bots kannst du im Endeffekt alles machen. Telegram ist immer mehr im Wachsen. Ich meine, das Ding gibt es schon lange und hat schon immer viele Leute gehabt, aber auch jetzt merken langsam die allerletzten, ey, sag mal, das ist ja viel nützlicher als zum Beispiel WhatsApp. WhatsApp ist ein Programm, wo deine Daten verkauft. WhatsApp macht Geld an dir durch dich. Und hier ist es eben so, dass du davon profitieren kannst, indem du eben Bot nutzt, um auch zum Beispiel selbst Geld zu verdienen. Ja, Wallet gehen wir jetzt rein. Und dann sieht es eben so aus, was kann dieser Bot? Mit dem Wallet-Bot kannst du kaufen, verkaufen und transferieren. Also wir reden hier von Kryptowährungen und das auch innerhalb von Kontakten. Das heißt, du und ich, wir könnten jetzt zum Beispiel Transaktionen ganz normal über Kryptos, über diesen Bot eben machen. Ja, jetzt starten wir hier und dann heißt es in dem Fall schon, ja, meine Wallet ist gesetzt. Das heißt, du musst am Anfang ein paar Klicks machen, dann hast du die Wallet schon. Und jetzt kann man eben hier die Wallet öffnen. Und dann siehst du meine Balance. Die sieht eben so aus. Du siehst jetzt hier, das ist die Original-Wallet. Du siehst jetzt hier zum Beispiel, okay, ich habe jetzt hier Tonspace. Das läuft eben auf Ton. Ton ist ein Krypto-Token, der ist jetzt schon einer der größten der Welt. Ich glaube, eine Market Cap von 16 Millionen habe ich neulich gesehen. Und Ton ist eben The Open Network, eines der großen Krypto-Projekte, die mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch die Top 10 erreichen wird. Und ja, wie gesagt, Ton ist im Endeffekt eben wichtig, was man hier braucht. Hier zum Beispiel der Toncoin. Ja, was wir jetzt zum Beispiel machen können, ist, ich zeige dir mal, wie man hier transferieren kann. Alles, was du machen musst, ist letztendlich nur Geld von außen nach innen bringen und dafür eben deine Krypto kennen. In dem Fall haben wir jetzt zum Beispiel AdCrypto. Wir können die jetzt hier kaufen. Wir können jetzt auf den P2P-Part gucken oder wir können jetzt auf externe Wallets gehen. Sagen wir jetzt, wir wollen von einer externen Wallet den Toncoin haben, würden wir hier auf Continue gehen, würden wir hier auf Continue gehen, dann würden wir sagen, was ist deine Telefonnummer? Dann wollen die jetzt eben den Kontaktteil von meiner Nummer. Ich habe jetzt eine kolumbianische Nummer, ich nutze immer anonyme Nummern, das heißt von irgendwelchen internationalen Nummern, Indonesien, Burundi, Bangladesch, wo ich keine Verifikation brauche, kann mich dann ironischerweise mit dieser Nummer verifizieren, hahaha, um dann eben, naja, nicht für jedermann ersichtlich zu sein, wer ich bin. Wenn du es mit einer deutschen Nummer machst, hat natürlich die ganze Welt theoretisch Zugriff auf dich, auf deine Nummer, wer du bist und so weiter. Jetzt wollen die deinen Namen, geben wir natürlich den echten Namen an, Ernesto. Wie heiße ich mit Nachname? Keine Ahnung. De la Sol. Keine Ahnung. Irgendwas angeben, was Spanisch klingt. Also, ne, warte mal, das ist jetzt der Nachname. Kannst du auch Hubertus machen. Und jetzt geben wir ein Geburtsdatum an. Keine Ahnung. Sagen wir jetzt einfach mal den 1.2.2003, 010203 als Beispiel. Und dann gehen wir weiter. Mit meiner Basic Verification kann ich nur 3.500 Euro am Tag bekommen. Aber gut, man kann ja auch, gerade wenn man Premium ist, mehrere dieser Accounts haben. Und dann kannst du dann natürlich ganz bequem auch mehr verdienen. Wobei 3.500, ganz ehrlich, das ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, wir sind ja bei Hamster-Combat als Beispiel. Da kann man sicherlich später richtig gut Patte verdienen. Aber kannst ja auch jeden Tag 3.500, 3.500, 3.500 verdienen. Aber wie gesagt, das sind Luxusprobleme. Notfalls machst du halt eben deine erweiterte Verification. Gut, dann haben wir das jetzt. Klicken auf OK, können jetzt den
den Ding hier kopieren. In meinem Fall habe jetzt eben hier auch noch eine andere Wallet. Es gibt ja auch übrigens Leute, die sagen der Wallet. Man kann der sagen, die sagen, ich weiß nicht, ich bin Team die Wallet. Und das ist jetzt mein anderer Account. Da habe ich jetzt zum Beispiel 4,45 drauf in Ton. Entschuldigung, 4,57 hier im Ton Space. Und die kann ich jetzt dann ganz einfach senden. Klick hier oben auf Senden. Hier eben auf Senden in meinem eigenen Space. Und dann kann ich eben hier ein bisschen Ton senden. Ganz wichtig, jetzt fragst du dich, hä, ich will aber keinen Ton senden, ich will ja verdienen. Wenn du zum Beispiel später Hamster Combat nutzt, dann ist es ganz wichtig, dass du Ton hast. Denn Hamster Combat, der Token läuft auf dem Toncoin. Das heißt, du musst später auch Netzwerkgebühren für Claiming, für Verkaufen, für Transferieren haben, um die Netzwerkgebühren zu zahlen. Ich schätze mal, das sind wenige Cent, aber wie viel es genau ist, kann ich dir nicht sagen. Das musst du auf jeden Fall wissen. Du kannst hier auch deine Ton staken, kriegst bis zu 2,45% im Jahr. Gut, das jetzt soweit dazu. Jetzt klicken wir auf Send. Jetzt steht hier External Wallet. Wichtig ist, du kannst hier auch einfach einen Kontakt angeben. Also ich könnte jetzt auch meine Adresse angeben. Das ginge auch. Aber in dem Fall würde ich jetzt einfach unten diese UQB da angeben, was ich jetzt mir angelegt habe. Das wird jetzt automatisch gesucht. Jetzt klicken wir auf Continue und jetzt sagen wir einfach, ich will 0,3 Tron transferieren. Jetzt klicken wir auf OK. Jetzt verifizieren wir es. Senden. Hier siehst du die Adresse. Ziehen wir dann. Und dann natürlich ein bisschen geduldig sein, das kann jetzt ein bisschen dauern, denn Kryptos, je nachdem was für eine sind, die wirst du natürlich dann hier transferieren und eventuell ein paar Minuten warten müssen. Es gibt auch hier Wallet Earn, das ist auch ziemlich spannend, da gibt es dann bestimmte Kampagnen, da kannst du dann eben auch Geld staken, das heißt, du gibst deine Liquidität auf, hast zum Beispiel jetzt 2 Monate keinen Zugriff drauf, im Gegensatz erhältst du dann aber Prozente und bis zu 50% pro Jahr bekommen für 2 Wochen, dann 25% für die nächsten 2 Wochen. Das heißt, das wird dann runtergerechnet. Hier könntest du zum Beispiel USDT anlegen und dann würdest du, wenn du jetzt zum Beispiel 100, wenn du zum Beispiel das $1000 anlegst, würde ja jetzt 50% $500 pro Jahr sein. Du würdest es dann geteilt durch 52 Wochen machen oder sagen wir mal geteilt durch 365 Tage mal 14 Tage. Dann hättest du eben dein Verdienst nach 2 Wochen und dann halt 25%. Und du wirst dann eben auch bezahlt in Ton. Und da kannst du halt einige Sachen machen. Also du hast echt unfassbar viele Möglichkeiten. Wichtig ist natürlich auch, dass du hier deine Einnahmen sicherst, oder deine Wallet sicherst. Das heißt, du musst deine Private Key nutzen, um die dann extern zu speichern, weil gerade ich nutze hier zum Beispiel Einwegnummern aus zum Beispiel Indonesien, wie gesagt, oder jetzt hier aus Burundi, Bangladesch, aus Venezuela, aus Kolumbien. Und da ist es eben wichtig, dass man, wenn man keinen Zugriff mehr hat, weil man eigentlich gar keine SIM-Karte hat, sondern nur irgendwo online einen Zugriff besorgt hat, dass man eben die Wallet auch sichert, dass ich diese Wallet später auch transferieren kann auf alle anderen Telegram-Accounts, die ich habe. Ganz wichtig, das darf man nicht vergessen. So, jetzt sehen wir, oh, die sind richtig genau. Ich habe jetzt $8,49595, also das habe ich angesehen, 5 Nachkommastelle beim Dollar. Und dann kann man jetzt hier More Assets angucken. Du siehst jetzt, ich habe 0,3 Tonnen. Und wie gesagt, du kannst es dann zum einen hier auf deine Wallet machen oder du kannst deinen eigenen Tonspace einrichten und kannst es dann hier auch reinlegen, wobei der Tonspace noch besser ist. Das ist dann eben das, was ich gerade gemeint habe. Das wäre quasi dein eigener privater Bereich, den du dir dann absichern kannst, was du unbedingt machen musst. Und du kannst dann zum Beispiel auch hier im P2P-Market anderen Usern helfen. Zum Beispiel kommt jetzt jemand und die Person möchte jetzt Kohle haben in Form von Krypto, weiß aber nicht genau, wie man das macht. Also kann zum Beispiel keine Ton einzahlen, weil er keine andere Kryptowährung hat. Was macht er demnach? Er will mit Kryptos bezahlen, also mit Kreditkarte zum Beispiel. Und du kannst mit dem Deals machen und sagen, hey du, bezahl mir so und so viel Euro
oder so und so viel Dollar und dann gebe ich dir so und so viel Tonnen. Kannst du natürlich nach Gusto deinen eigenen Kurs anlegen, kannst 10% Kommission verlangen, 15%, 20%. Je mehr du verlangst, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich einer, dass es jemand macht. Aber so kannst du natürlich auch nebenbei gut Kohle verdienen. Das ist ziemlich einfach, geht ganz einfach. Musst unten allerdings deine P2P-Rules dir angucken. Das heißt, auch da gibt es einiges zu beachten. Und dann hast du natürlich den Nachteil, wenn dir einer mit Fiat Geld bezahlt, dann müsstest du ja auch theoretisch das Geld zum Beispiel auf eine Bank überweisen und oder keine Ahnung, über Revolut oder über PayPal oder hast du nicht gesehen. Ich meine, das ist ziemlich lukrativ für Leute oftmals, die aus dem russischsprachigen Raum kommen oder irgendwo aus Nordafrika, Ägypten etc. Die haben da oftmals bessere Bedingungen als wir in Deutschland. Gerade wir in Deutschland haben dann oft irgendwie Probleme von der Bank. Hey, warum hast du so viele Transaktionen? Was passiert da gerade? Das ist immer so ein bisschen, da muss man immer auch genau wissen, was von Apps man denn da nimmt. Ne? Payeer ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Ja, das ist jetzt eine Einführung gewesen. Ich werde dazu natürlich öfter berichten. Das ist absolut wichtig, wenn du auch Telegram-Bots hast und dann zum Beispiel jetzt bei Hamster Combat bist. Du musst irgendwann da auch claimen und brauchst dementsprechend deine Tonnen darauf. Alles andere führt zu nichts. Wenn du irgendwelche Fragen hast diesbezüglich, dann komm gern rein in die Krypto-Gruppe. Ganz wichtig, wenn du reinkommst, am Anfang hast du 3 Minuten Zeit, um eine kleine, einfache Mathematikaufgabe zu lösen. Das ist nicht, um dich irgendwie zu fertig zu machen auf deine Kosten, so hahaha, du kannst kein Mathe oder hahaha, sondern einfach nur eine Verifikation, dass man weiß, dass du ein Mensch bist. Ja? Also, dass, wenn du es nicht machst, hast du keine Schreibrechte, nur so nebenbei. Also bist herzlich willkommen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.